Smalltalk. Und was ist Smalltalk überhaupt? Aus meiner Sicht ist Smalltalk eine Aufwärmphase. Wer von Ihnen singt im Chor? Wenn man im Chor singt, gibt es vorher immer Aufwärmübungen. Immer. Und oft sogar eine Viertelstunde, eine halbe Stunde wird sich geschüttelt und Gesichtsgymnastik gemacht, damit alles schön weich und locker ist und damit die Stimme schön klingt. Also damit alles das, was da rauskommt, schön klingt. Wer von Ihnen macht Sport? Genau. Und wenn Sie Extremsport machen oder wenn Sie Marathon laufen, dann wärmen Sie sich auch vorher auf. Ist notwendig. Sonst fühlt sich der Körper irritiert, es kommt vielleicht zu Zerrungen, zu Verletzungen. Genau das kann passieren, wenn wir in Gespräche einsteigen, ohne vorher Smalltalk gemacht zu haben. Smalltalk ist auch dafür da, um eine entspannte Atmosphäre zu kreieren. Wir haben uns eben hier kurz vorher unterhalten und eine Teilnehmerin sagte, es ist irgendwie auch komisch, wenn keiner was sagt, dann fühlt man sich angespannt. Smalltalk sorgt dafür, dass Sie sich entspannen können. Smalltalk ist für mich das Gespräch auf der Schwelle, auf der Türschwelle. Das heißt, ich mache meine Tür auf, ich klopfe an die Tür des Gegenübers, er macht seine Tür auf, wir unterhalten uns auf der Türschwelle. Und wir beschnuppern uns und finden heraus, ob wir uns riechen mögen, ob wir uns was zu erzählen haben. Und das ist genauso wie bei Ihnen zu Hause, wenn da jemand vorne vor der Tür steht und Sie mögen ihn nicht. Dann bleibt er da stehen, die lassen Sie nicht rein. Oder? So, aber wenn Sie merken, ach Mensch, der ist ganz nett oder die ist ganz nett, dann macht Sie die Tür auf und laden ihn oder sie vielleicht auch in den Flur ein. Und wenn es noch netter ist, dann geht es vielleicht ins Wohnzimmer. Und so weiter. Smalltalk ist auch dazu da, um eigene Grenzen zu spüren. Und die Grenzen des anderen. Neulich erzählt meine Nachbarin, dass ihr Mann im Krankenhaus war. Beide 75 Jahre alt. Prostatakrebs. Schlimme Sache. Und dann kommt der nächste Satz. Das Schlimmste für meinen Mann ist, dass er jetzt keinen Sex mehr machen kann. Da habe ich gedacht, huch, schwupp, ich bin weg von der Schwelle. Die hat mich ins Schlafzimmer gezogen. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Da zu wissen, wie man wieder rauskommt aus dem Schlafzimmer, wieder vor die Tür oder auf die Schwelle, finde ich ganz hilfreich. Und weil ich das früher nie konnte, bin ich Smalltalk-Trainerin geworden.